Herzlich willkommen zu meinem Video. Vorab möchte ich ein, zwei Dinge sagen. Wir üben hier, das heißt, es gibt keinen Anspruch auf Perfektion. Wir üben teilweise mit zwei Stages, obwohl wir im Advanced Nitrox-Bereich mit einer Stage zusätzlich mit einem Aufstiegsgas tauchen wollen. Trotzdem machen wir das, um einfach das Stage-Handling zu trainieren und auch eine Gasfreigabe wirklich zu üben. Für alles, was später kommt in den Stages, ist in dem Fall tatsächlich Luft, um einfach noch ein bisschen Fehlertoleranz während dieser Übungen zu haben. Wir fangen an mit einer Übung. Hier wurde der Hebesack nach oben geschossen mit einem Reel, mit einer langen Leine. Der Vorteil ist einfach dabei, dass man sich schön und relativ schnell aufwickeln kann. Beide Taucher sind jetzt nebeneinander. Schöner wird es jetzt gleich, wenn man sich gegenüber steht, gegenüber schwebt, weil man einfach dann auch sich parallel gut sehen kann. Jetzt wird angezeigt, wir bleiben hier eine Minute und im nächsten Step wird schon gezeigt, wir gehen eine Deko-Stufe höher, was mit dem Reel ganz angenehm ist, dann eben relativ schnell dann auch zu erreichen im Vergleich zu einem Spool, was wir aber später auch noch sehen. Gut, hier haben wir die Übung Out of Gas, das heißt, es wird ein Longhouse freigegeben. Wie man sieht, kann man diesen Longhouse im Idealfall früher freigeben. Jetzt nimmt er ihn über den Kopf, das wäre vorher etwas einfacher gewesen. Der Tauchpartner kommt in dem Fall auf die rechte Seite. Der Vorteil ist, der Longhouse kann wie bei dem eigenen normalen Regler einfach über den Kopf geführt werden und man merkt noch nicht mal, wenn man luftnehmender ist, dass man an einer alternativen Luftversorgung hängt. Hier wird angezeigt, Achtung, Vorsicht, Tauchpartner, ich habe ein Problem. Und zwar imitieren wir einen eingefrorenen Lungenautomaten. Das heißt, Wechsel auf das Backup-System, der um den Hals ist, und dann das Ventil zudrehen. Natürlich wird jetzt in der Übung das Ventil hinterher wieder aufgedreht, um beide Luftversorgungen gesichert zu haben. Hier sind wir auch etwa 30 Meter tief und setzen in dem Fall jetzt mal eine Boje zum Vergleich. Die Boje wird mit einem kleinen Spool gesetzt. Natürlich muss ausreichend Leine drauf sein. Man sieht, schöne Wasserlage, das passt alles ganz gut. Jetzt geht es nach oben. Trotzdem bleibt die Tiefe erhalten, das ist also gut gemacht. Und jetzt tauchen die beiden auf oder höher. Beim Spool dauert das alles etwas länger. Das ist bei den 4 Grad Wassertemperatur, wie wir sie hier gerade sehen, natürlich so, dass die Hände da relativ schnell einfrieren, so etwas. Sehr schöner Trim, sehr schöne Wasserlage. Man sieht jetzt hier, wie angekündigt, vorhin 2 Stages. Und da kommen wir jetzt auch schon dazu, dass jetzt eben der Gaswechsel angezeigt wird. Ich will mein Gas wechseln. Der Tauchpartner checkt die Tiefe parallel, die vereinbarte. Dann wird die Flasche auch gezeigt, auf die man wechseln möchte. Das bedeutet, die ist an der Seite markiert mit der Maximaltiefe, die man damit tauchen darf. Der Regler wird gezogen, nochmal präsentiert. Die Flasche wird ganz aufgedreht, die Flasche wird wieder geschlossen, um dann mit einem Druck auf die Luftdusche zu sehen am Finimeter, dass es auch genau die richtige Flasche zum richtigen Automaten ist. Und dann wird sie komplett aufgedreht. Der Tauchpartner checkt in der Zeit die Tiefe, dass sie auch schön eingehalten wird, was bei solchen Gaswechseln natürlich eine große Rolle spielt. Jetzt hakt es ein bisschen, wird gewechselt auf den Stage-Regler. Es werden 2, 3 Atemzüge rausgenommen, bevor man den Hauptregler dann auch an den rechten Schulter-D-Ring wegklippt. Jetzt zeigt er an, 2. Atemzug, alles passt, Hauptautomat kommt weg. Als nächstes sehen wir dann den Gaswechsel andersrum. Das bedeutet, wir verstauen die Stage. Wir wechseln auf den Hauptautomaten, halten den anderen Regler erst noch mal in der Hand, um uns zu vergewissern, dass der Hauptautomat einwandfrei funktioniert. Dann wird die Stage, die ich gerade geatmet habe, nach vorne geholt, also am linken Hüft-D-Ring ausgeklippt, nach vorne geholt, Tarierung und Trim gehalten und dann wird der Schlauch schön unter den dafür vorgesehenen Gummis fixiert. Das Mundstück kommt dann final noch unter den eigenen Schlauch und dann habe ich das eigentlich ganz schön. Dauert ein klein wenig, aber das ist auch völlig im Rahmen und alles gut. Jetzt wird das Mundstück unter den Schlauch geklemmt, alles schön sauber verstaut. Jetzt wird vorne noch aus dem linken Brust-D-Ring die Flasche ausgeklippt und hinten verstaut, weil wir ja jetzt imitieren, dass wir einen erneuten Gaswechsel machen würden. Das
Das heißt, jetzt entweder in den linken Hüft-D-Ring oder in den hinteren D-Ring die Flasche, die jetzt schon ordentlich Auftrieb hat, wie man sieht, einfach verstauen. Damit passt das alles. Sehr gut gemacht. Die Tiefe wird nochmal gegengecheckt. Das waren ein paar Eindrücke vom Murnersee bei 4 Grad Wassertemperatur und auch 4 Grad Außentemperatur. Es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen etwas vielleicht dazulernen. Bis bald.